Die Ecke kommt hoch rein und... Ah, Riesenchance direkt hier in der zweiten Minute durch Kubo. Freund und Freund vorbei, Elgut. Spielt den Ball jetzt auf Hirsch. Hirsch hat auf der rechten Seite ein wenig Platz. Macht jetzt auch seine Meter, wie man es von ihm kennt. Lässt ihn aussteigen, der hinter ihm ist in der Mitte. Ist auf der rechten Seite Hirsch. Spielt auf Abel. Abel mit einem hohen Lob in die Mitte. Und den kriegt auch Arnitsch noch. Arnitsch jetzt mit einer Flanke auf Kubo. Oh mein Gott. Freistoß wird jetzt ausgeführt. Flach abgefälscht. Und Schwabke hat ihn. Da ist erst ein Viertel rum. Da haben wir noch ein bisschen Zeit, um hier an dem Ergebnis zu schrauben. Und ein Schuss an der Ecke steht. Diese kommt hoch hinein in die Mitte. Oh, das macht er hört mich der Junge auf Hirsch. Hirsch mit einem guten Ball in die Mitte. Und Alexio auf die rechte Seite. Und Kubo mit dem Nachschuss. Und du hast das Nachsehen. Deshalb schau, dass du selber die Bude machst. Jetzt vielleicht über die rechte Seite. Basti Hirsch. Basti Hirsch spielt zurück auf Gerstmann. Der hat viel Platz am Strafraum. Immer noch Gerstmann. Lässt da einen aussteigen. Immer noch Gerstmann. Flanke in die Mitte. Oh! Versucht der Ratinger. Landet wieder beim KFC. Auf der rechten Seite hat er jetzt Zeit zu flanken. Was ist denn das für die Flanke? Nimmt Achenbach. Oh! Fromms, der KFC jetzt in Ball mit Drevina. Und Drevina mit einem schönen Ball jetzt auf Achenbach. Der spielt in die Mitte. Und oh! Achenbach wollte da den Ball in die Mitte spielen auf Kubo, aber da war ein Ratinger dazwischen und dieser Ball wurde dann noch gefährlich, weil eben jener Ratinger-Spieler den abgefälscht hat und so musste Torwart Dennis Raschka sich da wirklich bemühen, dass der nicht noch reingegangen ist und jetzt der KFC wieder und das steht Tor, 1:0 für KFC Uerdingen, mein Gott, sehr gut, vor der Pause schafft der KFC also hier das 1:0, der Ball kam dann flach vor die Füße von, wer war es denn? War es Florian Abel? Ich meine, es war Florian Abel. Da war dann ein Gestocher und der Ball springt dann vor die Füße von Florian Abel. Der schiebt dann in den Kasten ein. Keine Chance dann mehr zur Abwehr für Dennis Raschka. Ball gegen zwei. Basti Hirsch bleibt Sieger auf der rechten Seite. Immer noch Basti Hirsch. Steckt durch. Auf die rechte Seite in die Mitte. Abel! Achenbach mit einer guten, scharfen Ecke in die Mitte und über den agilen Abel, der heute wirklich bisher ein gutes Spiel macht und sich auch mit dem Tor belohnt hat für eine gute Leistung. Jetzt auf die linke Seite auf Takiro Kubo, der schnell kriegt den Ball, spielt in die Mitte, flach und da ist auch Basti Hirsch und Glanzparade. Und vielleicht schon für ein wenig mehr Befreiung zu sagen. Jetzt in der Mitte, pass auf Abel, in der Mitte ist dann Hirsch, kriegt er den Ball, nein! Florian Abel hat da den Ball, spielt jetzt zurück auf Armand Drevina. Drevina jetzt auf links mit dem Spiel auf Abel. Abel immer noch im Ballbesitz. Abel! Konter über Drevina auf Kubo. Kubo hat da ein bisschen Platz, kann schauen. Flankt in die Mitte. Da verpasst leider Darko Arnitsch den Ball, den hätte er fast Volley nehmen können. Und jetzt die Ratinger mit dem Konter über die rechte Seite. Achenbach versucht sich da gegen seinen Gegenspieler durchzusetzen, schafft er nicht ganz. Der Ball landet in der Mitte und Tor. Ach, nee. Dann wäre so ein... Und Kubo! Ah, auf der rechten Seite! Ich hier aufpassen, nicht noch einen zu kriegen. Und jetzt auf der rechten Seite die Ratinger mit ganz viel Platz und mit dem Auge. Aber der Ball landet auf dem Netz. Noch nicht danach aus. Jetzt erstmal Kubo. In der Mitte steht dann halt Kai Schmidt. Basti Hirsch mit dem Einwurf auf Kai Schmidt. Der verliert den Ball, aber Arnitsch hat den Ball. Entschuldigung, Drevina hat den Ball in der Mitte und links. Da! Timo Achenbach macht es! Und Horst Riege, wie geil ist der denn? Horst Riege rennt auf das Feld, der gesellt ihm nichts mehr. Ja, super. Und alle machen den Schweinehaufen über Timo Achenbach. Er bekommt den Ball ganz außen und zieht einfach mal flach ab und wird belohnt, der Captain, mit dem so wichtigen 2:1 für den KFC Uerdingen, ja, in der 89. Minute durch Timo Achenbach, gescheit über die Zeit, 3 Punkte bei dem aktuellen Stand. Da haben wir jetzt also mit Wuppertal den einzigen Ausgleich zu kommen. Die Ecke kommt sehr hoch und sehr weit. Wieder Getummel in der Uerdinger Hälfte.
Und der Lupfer